Hallo meine Lieben, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft und deinem Tagesimpuls heute am Mittwoch. Wir schauen mal, ich hoffe, du hast gut geschlafen, du hast den Neumond bewusst genutzt für dich, gefühlt, wahrgenommen und ja, sitzt vielleicht bei einem Tee, Kaffee oder bei einem Glas Wasser und holst dir jetzt einen Tagesimpuls. Und ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und der Energie des Mittwochs. Was zeigt sich heute? Wie ergeht es dem Kollektiv am Mittwoch? Die soll es sein. Oh. Okay. Hier haben wir ganz, ganz präsent das Sakralchakra. Heute wird es gefühlvoll. Heute kann es sein, dass du entweder sehr mutig bist und vielleicht sogar ungewollt, dass du ja vielleicht bei deinem Herzensmenschen oder bei Menschen, die dir sehr nahe sind, einfach mal Gefühle auspackst und ja, wahre Worte sprichst. Und es kann sein, dass dein Umfeld sagt, wow, so kenne ich dich gar nicht, was ist denn mit dir los? Und das ist aber wirklich etwas, was halt vielleicht schon lange raus muss. Das könnte ja auch ein Hinweis sein, wirklich, dass die Neumondenergie unterstützend wirkt und etwas antreibt, damit sich etwas auflöst, was dir schon lange auf dem Herzen gelegen hat. Wir haben hier die 14, das ist die Mäßigkeit. Etwas kommt hier wieder in Balance, ins Gleichgewicht, reduziert sich wieder auf die 5, auf den Hierophanten. Also es ist wie ein liebevoll, sanftes Anschubsen vom Universum, damit sich hier in dir was löst und du mehr ins Gefühl kommst. Also ein sehr gefühlvoller, harmonischer Tag könnte das hier für dich sein. Also ja, verbinde dich mit dem Schönen und genieße einfach. Oder mache etwas, wo du das Gefühl hast, dass du im Fluss bist. Also etwas, worauf du richtig Lust hast und gönn dir das. Es geht hier auch ganz viel um Genuss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, der Impuls war hier für dich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Hab einen schönen Tag.